Moin moin zusammen und willkommen zurück bei Let's Play Banish. Ja, wir sind ja immer noch dabei, wie ihr seht, schön in der Hungersnot. Deswegen haben wir hier hinten die beiden Felder noch schnell gebaut, sind zwar nur kleine, aber wir hoffen mal, es reicht. Vielleicht schaffen wir das noch, hier einen hinzubauen. Das passt noch und dann können wir nämlich hier von den Stonecuttern nehmen noch welche mit und bauen auch nochmal Weizen an. Ah ne, und sorgen mal dafür, dass hier da noch einer, vielleicht klappt es, dass wir halt noch ein bisschen was kriegen. Ich hoffe mal. Ja, hier ist schon einer gestorben. Wir machen jetzt mal die Zeit schneller und hoffen dann mal, dass, ja, ein Farmer ist gestorben. Der wurde gleich ersetzt. Und hoffen dann mal, dass wir dann noch ein paar bisschen Nahrung noch reinkommt, dass die hier noch ein bisschen was wenigstens anpflanzen können. Und es sterben hier immer noch Leute. Schüler ist gestorben und es wird unser Händler ist jetzt auch noch gestorben. Das ist auch nicht gut. Den wollen wir da voll machen und ich hoffe, dass dann Händler jetzt schnell möglichst vorbeikommt, damit wir Nahrung kriegen. Da so werden wir den Winter nicht überleben. Oh. Ein Fischer ist gestorben. Ne, der wurde gleich ersetzt, so wie es aussieht. Das kann echt nicht sein. Weil dann haben wir, kriegen wir echt Probleme. Wir müssen zusehen, dass wir hier irgendwie. Oh, jetzt haben wir hier Massensterben oder was? Also hier steht ja jetzt gerade einer nach dem anderen. Oh, ich hoffe, dass hier noch was angebaut wird. Bitte, 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 lass da noch ein bisschen was anbauen. Baut da doch noch bitte was an. Wir brauchen die Nahrung unbedingt. Wir haben hier Massensterben, Nahrungsmangel. Oh, es stirbt ja einer nach dem anderen. Oh, der Schüler ist, der Teacher ist gestorben. Scheiße. Oh Mann, das kann nicht sein. Wir müssen. Oh, wir haben hier wirklich Massensterben. Das kann nicht wahr sein. Hier stirbt einer nach dem anderen. Oh Mann. Es stirbt hier einer nach dem anderen. Haben wir jetzt eigentlich schon mal ein bisschen Wolle? Irgendwas müssen wir. Oh Gott. Hier werden Gott sei Dank die Felder gerade geerntet. Aber wie ihr seht, wir haben hier ja wirklich. Die sterben alle. Das kann nicht wahr sein. Oh Mann, wir müssen. Oh, und hier wird anscheinend nichts mehr angepflanzt. Das ist auch schlecht. Ein Woodcutter, dann müssen wir den auch mal ersetzen. Oh, 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 oh. Oh, oh. Mann, Mann, Mann. Wir müssen irgendwie zu. Ey, das kann doch nicht wahr sein, dass jetzt hier alle Leute sterben. Da stirbt hier jetzt wirklich jeder. So viele Leute. Wir hatten schon über 70 erwachsene Leute und jetzt stirbt hier einer nach dem anderen. Und wir müssen zusehen, dass wir hier irgendwie Nahrung ankriegen. Das kann ja nicht wahr sein. Wir müssen hier irgendwie. Oh, und er stirbt. Und Farmer ist gestorben, das ist nicht gut. Den müssen wir ersetzen. Wir brauchen irgendwie ja die Nahrung. Oh, das kann doch nicht wahr sein, dass jetzt hier einer nach dem anderen stirbt. Wie wollen wir das denn machen? Hier wurde leider nichts angepflanzt. Der einzige, das hier hilft noch. Wisst ihr was, wir werden jetzt hier auf jeden Fall. Ein Fischer noch im Morgen. Wir müssen ja irgendwie zusehen, dass wir hier Nahrung kriegen. Den werden wir hier hinsetzen. Wo sind nicht. Ja, am besten hier hin, ne? Da, und dann hoffe ich, dass das schnell möglichst gebaut wird. Wir müssen ja irgendwie zusehen, dass hier. Ja, Food ist low, das wissen wir. Wir müssen ja irgendwie zusehen, dass wir jetzt irgendwie an Nahrung kommen. Das kann ja so nicht weitergehen. Irgendwie müssen wir die Nahrung jetzt hinkriegen. Oh, 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 oh. Also Planetopia hat jetzt echt gerade riesen Probleme. Und wir haben immer noch leider keine Milch oder so. Jetzt haben wir mal ein bisschen Nahrung wenigstens. Ja, die auch sofort wieder weg ist. Und jetzt kommt der Winter. Also bauen wir noch schnell hier einen Fischer hin und dann hoffe ich mal, dass da noch ein bisschen mit Fisch gerettet werden kann.
Das kann ja jetzt echt nicht wahr sein. Wir müssen irgendwie zusehen. Und dann müssen wir auf jeden Fall hier hinten noch ein Feld hinbauen. Weil so kann es ja nicht weitergehen. Wir müssen ja jetzt irgendwie mal langsam hinkriegen, dass wir irgendwie die Nahrung über Wasser halten. Weil sonst kriegen wir echt wieder Probleme. Sonst haben wir wieder so ein Massensterben und das wäre echt schlecht. Wir haben jetzt keinen Stonecutter mehr in der Mine und einen. Oh, 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 oh. Oh, wir haben nur noch eine Kuh. Warum haben wir denn nur eine Kuh? Haben wir dafür wenigstens ein bisschen Fleisch? Wolle haben wir. Wo sind unsere Kuh hin? Wenn wir Wolle haben, kann der doch hier Wollkleidung herstellen. Warum haben wir denn nur eine Kuh? Das heißt, wir müssen nochmal Kühe kaufen. Oh Mann. Das ist echt schlecht. So, wir müssen jetzt da... Oh Gott. Haben wir das jetzt wenigstens erstmal abgewandt, dass große Massen sterben? Oh, bitte baut jetzt schnell den Fischer fertig, komm. Los, Fischer, 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 da rein. Rein, 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 rein. Oh, 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 oh. So, und dann bauen wir hier hinten auf jeden Fall schon mal ein Feld hin. So kann das ja nicht weitergehen. Also, wir bauen hier einen Weg lang. Von da nach da und dann bauen wir hier ein Feld rein. Wo haben wir jetzt den Weg gebaut? Hier haben wir den Weg gebaut, ne? Da kommt ein Feld rein. Den bauen wir da. Wir müssen ja jetzt irgendwie noch Felder bauen, damit wir nächstes Jahr nicht mehr so... Wir haben 22 Nahrung. Ja, Gott sei Dank brauchen wir hier noch einen Fischer und dann müssen wir dafür sorgen. Wir machen auch das Food Limit nochmal höher. So hoch wie es geht, damit wir echt hier langsam zusehen. Irgendwie Nahrung rankriegen. Wir müssen ja jetzt irgendwie Nahrung rankriegen. Das kann ja nicht... Oh, ich habe echt Schiss, dass wir unsere ganze Bevölkerung... Unsere ganze Bevölkerung hier stirbt, das kann ja nicht sein. Das kann. Da müssen wir irgendwie das jetzt hinkriegen. Oh Mann. Ich hoffe, wir kommen jetzt hier schnell über den Winter. Aber warum haben wir jetzt nur eine Kuh? Ich dachte, da kommt Nachwuchs. Das heißt, das Schaf wird auch irgendwann sterben. Das heißt, wir müssen irgendwie noch ein paar Schafe besorgen, ein paar Kühe besorgen. Alles besorgen am besten. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, die haben kein Feuer, kein... Oh. Da fehlt ein Woodcutter. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Oh, der Händler. Bitte hab Nahrung dabei. Beef, Beef, Beef. Ja, komm. Nee, Onions, das kostet am wenigsten. Gib mal ein bisschen. 300 Onions, bisschen Beef noch. Potato, komm, alles her damit. Wir brauchen alles. So, und dann... wohl mehr mit Firewood, weil das mehr bringt anstatt Tradecom. Und jetzt hau ab. Oh, jetzt haben wir wenigstens wieder ein bisschen Nahrung gekriegt und ich hoffe ja, das bringen die ganz schnell ins Lagerhaus, damit wir dann endlich mal genug Nahrung wenigstens haben für den Winter. Oh, ich glaube, der Händler hat uns gerade echt den Arsch gerettet. Also das vermute ich jetzt mal wirklich. Oh Mann. Und hier wird das Feld gebaut, das ist auch gut. Und dann müssen wir zu... Und da müssen wir das irgendwie hinkriegen. Oh Gott. Mann. Das
das macht uns ja jetzt hier echt kaputt. Ey, mein Herz, ne? Das rast richtig. Also ohne Witz. Ich hab echt gerade richtig. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Also. So alles mühevoll aufgebaut und auf einmal erstirbt einer nach dem anderen. Das tut einen richtig weh. Also hier steckt ja wirklich ein bisschen Arbeit drin. Oh Mann. Ich könnte ja fast heulen, ne? Das ist. Oh Gott. Und hier haben wir dann nur noch eine Kuh. Oh Scheiße, das ist echt Kacke. Oh Mann. Das tut echt richtig, richtig, richtig weh. Oh, die ganze Bevölkerung ist gestorben. Oh Mann. Was sollen wir jetzt machen? Ja, das Feld ist hier gleich fertig. Da werden wir wohl dann auch irgendwie Weizen oder so anbauen. Und ich hoffe, der bringt hier jetzt langsam mal die ganzen Pilze und so weiter. Oder Zwiebeln, was auch immer. Ja, er hat hier noch ein paar Potatoes, hat er schon wohl weggebracht. Die sind wohl überall schon verteilt. Oh Mann. Und da müssen wir irgendwie sorgen. Dafür sorgen, dass wir. Da, oh Gott. Ich kann's echt immer noch gar nicht beschreiben. Oder sah euch sah. Also. Ja, merkt ihr ja selber, ne? Also. Das war echt gerade eine harte Nummer für mich. Die Leute sind alle weggestorben. Und ja, toll. Egal, die müssen da jetzt hin. Wo können wir noch einen abziehen? Hier, ein Forester weniger. Komm, egal. Wir brauchen die Farmleute. Und jetzt müssen wir halt wieder warten, bis Kinder erwachsen werden. Anders geht es nicht. Ja, und ich hoffe, dass wir dann, ja, hier kommen ja noch ein paar Kinder. Sind ja auch viele Schüler und so weiter gestorben. Aber wir müssen ja jetzt irgendwie sehen, dass wir hier irgendwie wieder rankommen und ein bisschen Nahrung kriegen. Das kann ja jetzt echt nicht sein. So, jetzt ist der Frühling. Ich bin gerade überlegen, ob wir das hier alles abreißen und da ein Feld hinbauen, aber wir lassen das erstmal so. Das ist echt scheiße gerade. Oh Mann. Das tat mir echt gerade weh. Die ganzen Leute sind gestorben. Egal. Wir schaffen das. Wir kriegen das alles hin. Und dann passt das. Wir schaffen das alles hier. Unser Weg ist ja auch schon fast fertig gebaut. Das ist auch gut. Wenn man überlegt, ich glaube, wir hatten hier 140 mal stehen und jetzt haben wir nur 83. Oh Mann. Wie viele Leute sind da gestorben? Oh, fuck. Ey. Was mache ich denn jetzt? Naja, wir haben es ja jetzt anscheinend erstmal überlebt. Und dann müssen wir jetzt zusehen, dass wir für den nächsten Winter endlich ein bisschen mehr Nahrung haben. Und ich bin heilfroh, dass der Händler eben gerade noch da war und dass wir damit noch ein bisschen handeln konnten, also ein bisschen mit Nahrung und so weiter, damit wir wenigstens im Winter genug Geld haben, genug Nahrung haben. Und dann hoffe ich jetzt, dass es hier auch funktioniert mit dem Feld, und dann bin ich überlegen, dass wir hier hinten wahrscheinlich noch ein Lagerhaus hinbauen werden, damit die nicht mehr so weit gehen müssen. Und das passt hier natürlich auch perfekt hin. Aber ich glaube, wir haben hier noch keinen Weg gebaut, kann das sein? Und da, nach da hätte ich gerne einen Weg. Genau, so soll der Weg sein. Und dann, oh nee, das ist falsch, das ist der Markt, wozu wir den Markt brauchen. Und dann soll hier das Lagerhaus hin, so dahin. Das wird ja auch genau passen, ne? Und dann haben die den Weg auch nicht mehr so weit. Oder wir beschützen das, aber hier soll ja alles voller Felder noch kommen. Aber egal, das ist jetzt erstmal zweitrangig. Wir müssen jetzt aufpassen, dass wir nicht schon wieder so viel Nahrung verlieren. Aber das müssen wir irgendwie hinkriegen. Aber das schaffen wir auch. Deswegen sehen wir gerade mal zu, dass wir jetzt hier. Deswegen haben wir dann das. Wie viele Felder haben wir jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Felder. Und eine Obstplantage. Ja, und da müssen wir dann zusehen, dass wir halt da das nächste Mal dann
noch mehr Felder bauen. Wir haben 19 Farmer im Einsatz. Also 19 Bauer. Und da müssen wir jetzt echt zusehen, dass wir dann wirklich genug Nahrung haben. Wir haben jetzt auch 4 Fischer. 16 Fischerleute haben wir im Einsatz. Aber wir haben halt dafür keinen mehr in der, im Steinbruch. Das heißt, wir müssen mit dem Stein erstmal auskommen. Aber ich hoffe, dass wir auch bald wieder Nachwuchs kriegen und den in den Steinbruch schicken können. Ja, jetzt haben wir wieder das leidige Thema Nachwuchs, ne? Ein Thema zu Ende, dann ein großes Massensterben, was mich echt, boah, das war echt hart. Ja, und jetzt auf einmal wieder keine Arbeiter, ne? Was wir halt ja schon kennen. Na, aber wir haben ja auch was Positives zu berichten. Wir hatten schon mal Wolle. Jetzt haben wir Leder, dann stellen wir hier mal wieder auf Leder um. Das Leder verbraucht wird. Aber wir haben leider nur noch eine Kuh. Und da hoffe ich ja, dass wir da dann auch mal gleich noch irgendwie irgendwas, eine Kühe kaufen können, damit wir halt mal ein paar Kühe kriegen. Ja, das sieht auch gut aus. Und dann werden wir auf jeden Fall hier noch ein Lagerhaus hinbauen, damit die halt nicht so weit laufen müssen. Müssen wir ja irgendwie hinkriegen, ne? Oh Gott. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Jetzt können wir uns erstmal von dem Schock erholen, so wie es aussieht. Hat sich hier wieder beruhigt. Aber jetzt müssen wir natürlich auf Nachwuchs warten. Deswegen werde ich die Zeit jetzt auch mal wieder schneller vorstellen. Also, das war jetzt echt schon eine krasse Nummer, ne? Also das war echt. Wir hatten hier über 70. Wir haben wahrscheinlich, es sind wahrscheinlich, oh, keine Ahnung, fast 40, 30 Leute gestorben oder was? 30 Leute sind wahrscheinlich gestorben, so ungefähr. Oh Mann. Wegen einem Notfall. Na, ich hoffe ja, dass das jetzt hier mal. Jetzt haben wir 103 Nahrung. Dass wir hier, wenn wir jetzt das Feld, wird ja hier auch nur abgeerntet. Dass wir dann genug Nahrung haben. Ich glaube es zwar immer noch nicht, aber ich hoffe es. Da bin ich echt mal gespannt. Oh, 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 oh. Das war eben gerade echt eine harte Nummer. Also hat dieses Let's Play hat gerade nichts an Spannung auf jeden Fall. Hat nichts an Spannung. Na, wie sagt man? Dieses Let's Play hat auf jeden Fall Spannung. Also das war ja echt gerade hart. Aber wir haben es ja geschafft, so wie es aussieht. Das Feld wird auch. Das geht auch weiter. Das geht auch weiter. Hier haben wir leider nur noch eine Kuh. Das heißt, wir müssen eine Kuh kaufen und hier auch nur ein Schaf. Müssen wir auch zusehen, dass wir dann hier irgendwie noch ein paar kaufen können. Und hier, oh nee, warum klicke ich denn immer auf den Markt? Den Markt muss ich auch mal irgendwann machen. Ja, hier könnten wir dann noch ein Lagerhaus hinbauen. Können wir das auch so hinbauen? Nee, wenn denn nur so. So können wir noch ein Lagerhaus hier hinbauen. Dann müssen wir uns auch nochmal überlegen, ob wir das vielleicht auch noch machen. Aber erstmal kommt hier das nächste Lagerhaus hin. Aber ganz als erstes werden wir zusehen, dass wir hier genug Nahrung anschaffen. Ey, also so kann es ja nicht weitergehen. Das wäre ja... oder ist ja echt scheiße. Aber das kriegen wir schon hin. Das sieht doch mal ganz gut aus. Wenn wir dann jetzt noch ein bisschen Nachwuchs kriegen würden, dann wäre das auch schon mal nicht schlecht. Aber unsere Felder wachsen stetig. Und das läuft ja alles. Oh Gott. Das haben wir dann auch hinter uns gebracht. Das ist echt eine harte Nummer. Oh Mann. Naja, wir haben uns jetzt erstmal von dem Schock erholt. Und es geht dann auch gleich weiter im nächsten Let's Play. Und dann wollen wir hoffen, dass wir hier dann genug Nahrung haben, damit wir hier nicht mehr so ein Massensterben haben und so weiter. Und ich wünsche euch noch viel Spaß. Und wir sehen uns. Bis dann. Tschö.